Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Ich bin schon mal ohne euch hier in dieses kleine Segelboot gestiegen, denn ich hatte es ja das letzte Mal angekündigt, wir segeln hier ein bisschen die Küste entlang. Yennefer hat uns ja nach Kertrolde zurück teleportiert und das bedeutet, wir sind ohne Plötze. Plötze ist auf dieser Insel verblieben. Da müssen wir am Ende nochmal hinsegeln, zumal da auch noch ein paar Sachen zu erledigen sind. Aber wir nutzen die Gelegenheit, dass wir hier wieder in Kertrolde sind und werden hier noch auf Schatzsuche gehen. Es gibt zwei Schematas, die wir hier noch nicht gefunden haben. Da haben wir jetzt einen Hinweis, wo die sein können. Und das werden wir ausnutzen. Wir nutzen auch noch den Tag. Ja, da sind noch Ertrunkene, aber die Bucht kennen wir schon. Wir nutzen auch noch den Rest des Tages. 16.30 Uhr ist es, um zum nächsten Ort zu kommen. Und ich denke, wir sind hier auch auf dem richtigen Kurs. Da bin ich ganz so sicher, wie dieser Ort hieß, den wir schon kennen, wo ich jetzt gleich halten möchte. Aber eine Sache weiß ich, wir waren dort schon, wo wir jetzt gleich uns hinbegeben werden. Und wir wussten, dass da noch irgendwas Mysteriöses sein muss, aber wir haben es nicht gefunden. Jetzt haben wir einen Ansatz. Jetzt haben wir eine Spur, was diese Hexerrüstung betrifft. Und insofern hoffe ich, dass wir erfolgreicher sein können. Haben wir eigentlich dieses Wrack hier schon mal untersucht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es nicht getan haben. Deswegen segeln wir hier vorbei. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen, ob das alles hier so richtig ist. Ja, Ranveig ist der Ort. Da will ich vor Anker gehen. Absolut korrekt. Genau. Und wir halten einfach direkt drauf zu. Ja, schon länger her, dass wir hier gewesen sind. Aber man wird uns noch erkennen. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, halten wir mal hier. Versuchen wir mal hier am Steg so ein bisschen zu halten. Nein! Was ist denn das schon wieder gewesen? Ach, ein Stein oder was, den wir nicht gesehen haben? Na gut, also ich hatte ja mal gehofft, dass wir dieses Schiff ein bisschen unversehrt hier herbringen. Aber dem ist nicht so. Aber kannst du eine Axt werfen? Mein Bruder kann das. Wir sind dir sehr dankbar, Gerald. Bist du eine Erscheinung von Mörhoff? Okay, machen wir uns auf den Weg. Das war ja toll, dort oben. Diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Es war dort oben so eine alte Burgruine, wenn ich mich recht entsinne. Und wir wussten, dass da irgendwas sein muss. Aber wir haben es nicht gefunden. Na, mal sehen. Wir jetzt mit ein paar Hinweisen mehr dort dann auch mehr finden werden. Du siehst krank aus. Trink lieber etwas Mehl. Gibt es einen Weg, der uns da direkt hinführt? Es lohnt sich, glaube ich, hier querfeldein zu gehen, wie mir scheint. Taverne. Machen wir das einfach. Genau, da drüben, da ist diese Ruine. Ah. Okay, da ist jetzt sogar noch ein Viech. Das hat sich da wohl wieder eingenistet. Aha. Interessant. Na gut. Dann schnappen wir uns mal die Armbrust und holen das vom Himmel. Das will offenbar nicht, dass wir hier suchen. Ja, ja, ich erinnere mich relativ gut an diesen. Ja, wir erreichen es nicht. Es fliegt zu hoch. Na gut, ich meinte, wenn es sich nicht daran stört, dass wir hier sind, dann soll es so sein. Okay, es stört sich. Halt. Ja. Oder? Nee, doch nicht. Dann gehen wir auf die Suche. Wir sind hier schon. Finde das Schema zur Verbesserung der Handschuhe. Ja, okay, wir haben es erstmal schon direkt gefunden. Ich sollte mich ein wenig umsehen.
Ja. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay, also, da gibt's. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gefunden. Und dann hörte das Ganze auf. Stimmt, ich erinnere mich. Ich glaube, wir hatten das Zeichen gefunden. Aber diesmal haben wir ja ein Quest-Symbol. Und das ist vielleicht nochmal ein bisschen anderer Schnack. Ich guck mal hier in diese wilden Ecken hinein. Bleiben wir erstmal im Kreis. Also, das ist schon eine Hilfe zu wissen, wo in etwa man suchen muss. Ach, schaut mal, hier ist eine Kiste, aber die haben wir bestimmt schon gefunden. Oh, nee. Ernsthaft? Das haben wir damals nicht gefunden? Nun gut. Jetzt haben wir es. Okay, alles klar. Das war's. Relativ unspektakulär. Ja gut, und wenn uns das Viech nicht angreift, werden wir uns jetzt hier auch nicht großartig Mühe geben. Dann haben wir die Sache erledigt. Was ist hier unten? Nee, das ist nur die Hauptquest, die wir per Schnellreise erreichen können. Hier. Nochmal Wolfsschulenausrüstung. Auch in dieser Festung sind wir schon gewesen. Ich meine mich zu erinnern, dass da Banditen gehaust haben, die wir besiegt haben. Insofern werden da vermutlich noch nicht mal irgendwelche großen Kämpfe bevorstehen. Da müssen wir jetzt einfach nur hinlaufen. Und der Weg ist ohne Pferd natürlich doch etwas weiter. Bin mir nicht ganz sicher, welcher Weg es jetzt ist, den wir hier einschlagen sollten. Ja, Wölfen können wir jetzt auch nicht mehr so einfach entkommen. Am Ende müssen wir da hinten hin. Okay, die Wölfe interessieren sich nicht für uns. Sehr schön. Ich glaube, was haben wir da? Auch nochmal wilde Hunde, Wölfe. Dieses Monument hatten wir damals besucht. Ich erinnere mich gut. Ich glaube, dahinter müsste so ein kleiner Pfad gen Süden führen, den wir vielleicht nutzen können. Möge ich niemals vom Schlachtfeld fliehen. Möge ich nicht an Gift oder in einer Falle sterben. Respekt, Möge Hexe. Mein Schwert rot triefen vom Blute Nilfgaards. Ich glaube, die sind auch mehr geworden. Das waren doch nicht so viele hier zuletzt. Da waren irgendwie nur zwei Leute mit einem sehr speziellen Problem damals. Okay, ich glaube, wenn wir diesem Pfad hier folgen, dann müssten wir ankommen. Hier war dieser große, verlassene Belagerungsturm. Jawohl. Wildhunde, vermutlich. Rechts oben war diese Burg. Aber mal sehen. Wir haben es halt schon häufiger erlebt, dass an irgendwelchen Orten, die wir eigentlich schon besucht hatten, wo wir schon Monster oder Feinde besiegt hatten, sich neue eingenistet haben. Das kann ja hier auch gut möglich sein. So, die Burg ist da oben, aber ich glaube, ich folge mal weiter dem Weg. Die müsste am Ende, den Weg, der müsste am Ende auch dorthin führen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Da oben. Da sind wir richtig. Eine Menge Schafe sehe ich hier schon mal. Oh, okay. Die Viecher waren auch hier. Okay, da haben sich Monster eingenistet. Wer hätte das gedacht? Na gut, gegen die sind wir gewappnet. Hier haben wir aber, glaube ich, noch ein Zeichen. Hexerzeichen. Ach, da oben. Ach, ist ja lustig. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, das machen wir. Und ich bin gespannt. Kommen Sie? Ja, komm, Geralt, zieh doch mal dein Schwert, bitte. Danke. Ja, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen Schutz geben. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig hier vorbereitet. Ja,
Das sind doch ganz schön viele. Warum haben wir jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Wir haben doch noch gar nichts erreicht hier. Bisschen merkwürdig. So, wir haben ja noch gar nichts gefunden. Das Harpien-Zeug, das ignorieren wir mal. Jetzt müssen wir erstmal suchen. Also hier scheint mir nicht viel zu sein. Die Harpien haben hier ihr Nest. Ach so. Ja, genau. Zerstör das erstmal. So, diesmal werde ich auch das Nest plündern. Okay, jetzt kann ich die Erfahrungspunkte verstehen. So, aber das ist noch nicht das, was wir gesucht haben. Gut, dann müssen wir draußen mal gucken. Oder vielleicht können wir oben auf die Mauer. Also wir sind hier gerade noch so im Bereich. Vielleicht liegt das in irgendeinem dieser Türme oder so und man muss von der anderen Seite oben auf diese Palisade rauf oder so. Oder warte mal, vielleicht hier einfach drin und ich habe hier noch was übersehen. Nee, auch nicht. Gut. Verfolgen wir mal die Überlegung, dass wir irgendwie auf diese Mauern raufkommen müssen. Wir umlaufen das Ganze mal. Kommen wir hier? Ah, schaut mal, hier vielleicht. Okay, hier sind wir auf jeden Fall mal drauf. Damit sind wir auch im Suchbereich. Und tatsächlich, da haben wir eine Truhe. Und da haben wir die überlegene Wolfsrüstung. Sehr gut. Dann nix wie weg hier, würde ich sagen. Hier ist kein Ort, an dem man die Nacht verbringen möchte. Besonders, wenn man sich daran erinnert, dass dort unten, glaube ich, eine ganz nette Kneipe war, oder? Sind wir auf dem richtigen Wege? Nee, sind wir nicht. Ich wollte nämlich nach Fearstall. Da können wir, glaube ich, ganz anständig übernachten. Also zurück hier zu dem Weg. Der uns hinunter in den Ort führt. Da liegt ja auch noch so ein Riesenschiff. Das glaube ich, hier sind wir noch nie lang geschippert. Das könnte man sich aber auf jeden Fall mal anschauen. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Aber gut, wir nächtigen erstmal hier. Das ist unser Boot. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen... Mama hat gesagt, dass du ein Held bist. Ja. Deine Mama ist eine schlaue Frau. So, sagt mal, wo war das hier? Ihr habt üble Dämpfe auf dem Festland. Ich bin hier irgendwie falsch, ne? Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Himmel, bist du eine erscheinende Vorsicht? Okay. Ich glaube, hier gibt es gar nicht so eine richtige Kneipe, oder? Es sah mir immer nur so aus, irgendjemand meinte dies, aber das sind alles Privathäuser. Ist auch ein bisschen frech, wenn man hier übernachtet. Ich meine, die Gänse sind auch hier am Übernachten. Das war, glaube ich, der Dorfälteste. Gibt es hier irgendwo einen Unterstand, den wir nutzen können? Hast du nach dem letzten Aufzug einen schwarzen Lauf nichts gegen er war ein blutjunger Bursche. Was ist das für ein Riesenhaus hier eigentlich? Das ist ja auch bemerkenswert. Ja, wisst ihr was? Wir haben ja Geld. Ich stelle mir jetzt einfach vor, die Leute sind gastfreundlich. Wir können hier einfach ein bisschen ausruhen. Das sollten wir tun. Wir werden meditieren. Bis um 6.
So, die Zeit vergeht, die Nacht liegt hinter uns. Vielleicht werden wir uns noch ein bisschen mit Alchemie beschäftigt haben. Ich habe gesehen, hier gibt es doch noch einen ganz netten Absud, den man mal nutzen könnte. Alter Waldschrat-Absud. Jedes gewirkte Zeichen erhöht für die restliche Kampfdauer die Regeneration der Ausdauer. Ja, lasst mal nutzen das Ganze. Ist auf jeden Fall ein schöner Effekt, denke ich mal. Und weil wir jetzt vermutlich einige Kämpfe haben, könnten wir auch mal wieder ein Absud nutzen. Die Frage ist, welches? Ich habe hier mehrere interessante noch gefunden. Eins, ich meine, wir könnten jetzt auch das nutzen, was ich gerade hergestellt habe. Das Blöde ist, es bringt immer wieder die Reihenfolge durcheinander. Was ich noch ganz spannend fand, war, wo haben wir es? Einfach plus 10% Crit. Ist auch ganz interessant. Beziehungsweise, es gibt noch ein paar ganz coole. Zum Beispiel, ach Gott, die haben jetzt alle eine komplett andere Reihenfolge, weil jetzt irgendeiner neu dazugekommen ist. Das macht mir auch komplett fertig. Passt auf, wir nehmen einfach mal diesen alten Waldschrat-Absud. Jedes gewirkte Zeichen erhöht für die restliche Kampfdauer die Regeneration der Ausdauer. Ja, das heißt, am Ende können wir mehr Zeichen wirken. So ein selbstverstärkender Effekt. Ist vielleicht mal ganz nett, werden wir mal verbrauchen. Okay, soweit dazu. Das ist das Absud des Tages gewissermaßen. Und wir segeln noch. Ui, Vorsicht! Junge, du gut ein, zwei Augenblicke. Vorsicht, Vorsicht. Kannst du den Fang vor dem Sturm reinbringen? Sturm? Habe ich hier noch nie erlebt. Wir segeln los. Kannst du den Fang vor dem Sturm reinbringen? Und wir hatten ja gesagt, dass dieses Wrack uns hier schon mal interessiert. Dann fahren wir einfach mal vorbei. Gucken mal, ob wir was Interessantes da finden. Ah, da sind wieder diese Viecher. Dann werde ich mal versuchen, dort anzulegen. Naja, ich gebe zu, das Wetter ist nicht das Beste, das kann man schon so sagen. So, ich sehe hier schon Blut an der Seite, oder? Sieht merkwürdig aus. Gucken wir mal. Ja, wir können hier kaum stehen. Aber tatsächlich, naja gut, ist das überhaupt eine Kiste? Taugt mir mal. Hier kann er nicht tauchen. Also irgendwie, ja, da ist eine Kiste, tatsächlich. Aber irgendwie kann ich sie nicht greifen. Ich bin direkt dran. Jetzt erscheint sie auch nicht mehr. Das ist ein bisschen mysteriös. Ja, sie wird mir auch nicht mehr als irgendwie interessantes Objekt angezeigt. Ja, liebe Leute, da haben wir uns jetzt umsonst nass gemacht. Kein interessantes Wrack. Wir segeln einfach weiter. So, hier kommen wir nicht gut raus. Aus der Ecke. So könnte das was werden. Nein. Mal. Puh, ja, kein schönes Segelwetter. Wir schauen mal, wir segeln jetzt folgendermaßen. Wir segeln jetzt hier die Küste entlang. Das kennen wir schon, die Grotte dort. Wir segeln hier an diesen Inseln vorbei und unser Ziel ist, ja, dieses Schema ist schon ganz gut, aber was ist das hier eigentlich? Als Mädchen gefangen, finde das Piratenschiff, kann ich mich nicht mehr erinnern. Worum ging's hier? An der Küste von Arth Skellig lief Geralt einem jungen Krieger in die Arme. Nun nicht wörtlich,
Der werte Leser wird verstehen, was ich meine, und das ist auch gar nicht der Punkt, sondern dieser Krieger wurde von Piraten bedrängt. Der Hexer stand ihm gegen die Angreifer bei und lauschte danach seiner Geschichte, wobei er nur geringfügige Hexerungeduld an den Tag legte. Die stellte sich wie folgt dar. Die Schwester des Mannes war von Piraten, ähnlich den gerade Besiegten, entführt worden, und der Krieger war entschlossen, sie zu finden, auch wenn er dafür alle Inseln Skelliges durchsuchen musste. Er dankte Geralt für dessen Hilfe gegen eines von mutmaßlich zahlreichen Piratennestern und setzte seinen Weg fort. Okay, ist schon interessant und ein bisschen merkwürdig, dass wir hier per Markierung quasi jetzt schon das Ziel dieses Piratenschiffs finden. Es wäre einfach schöner gewesen, wenn man da quasi zufällig vorbeigekommen wäre und hätte dann ja so ein Erfolgserlebnis anderer Art gehabt, nach dem Motto, hey, wir haben es gefunden. Denn man fragt sich, woher weiß Geralt jetzt, dass genau dort das Piratenschiff ist. Naja, vielleicht hat aber auch Rittersporn die Geschichte nicht richtig hier zusammengefasst und der Krieger hat uns schon erzählt, wo sie gefangen gehalten ist. Das ist möglich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Meine Güte. So macht das Segeln keinen Spaß. So, ist das überhaupt, habe ich das jetzt richtig eigentlich, ja, das ist Hindersfjoll, ne? Genau, das ist Larvik und so weiter. Diese Geschichte und die, und dann müssen wir uns noch diesen Ort anschauen, aber dann war es das auch schon auf Hindersfjoll, aber da müssen wir auf jeden Fall hin, ganz klar. Und vor allem Plötze, ne? So, hier haben wir irgendwie einen kleinen Felsen im Meer. Sieht bedeutungslos aus, aber wer weiß. Wir segeln zumindest vorbei. Im Wasser unangenehm zu bekämpfen, aber wir sehen, da ist auch ein Schiff. Also wenn wir da vernünftig anlanden könnten, würde ich vielleicht sogar den Kampf aufnehmen. Aus reiner Neugierde. Aber wahrscheinlich müssen wir ins Wasser gehen. Ja. Ja. Das sollten wir auch machen. Wir machen das. Wir werden diesen Kampf aufnehmen, aber unter Wasser. Okay. Ja, die müssen natürlich auch erstmal unter Wasser kommen, die Viecher. Da ist schon eine. Na, Geralt, bitte mal weiter. Außer natürlich, na, Kriegsbeute ist es. Wir können da irgendwo sauber anlanden. Und auf Fest. Okay, komm her. Außer wir können da irgendwo anlanden und auf festem Grund kämpfen. Das könnte hier der Fall sein, ja. So, sind hier noch welche? Ja, da oben. Was jetzt, du Stück Dreck? Okay, aber an die kommen wir nicht ran. Die anderen sind da oben. Na gut, die fallen ins Wasser. Die sollen mal zu uns kommen. Genau. Mit Quen werden wir sie betäuben. Und dann sterben sie. Das machen wir mit der auch.
traut sich nicht. Komm runter. Okay, sie ist direkt über uns. Das könnte auch klappen. Ja. Ein Meister im Echidnakampf. So, aber jetzt wollen wir natürlich auch die Kriegsbeute finden. Ich glaube, das war sie schon. Irgendwas Besonderes war dabei. Ich glaube, eine besondere Rüstung, oder? Was habe ich da gesehen? Ja, hier das, ne? Genau. Salmianische Brigantine, nee, das ist nur gut zum Verkaufen. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich sollte aufhören, an solchen Orten anzuhalten. Es ist doch meistens irgendwie ein bisschen enttäuschend. Allerdings sorgen diese Orte immerhin dafür, dass sich unsere Kasse füllt. Da kann man nicht meckern. So, weiter geht's aber jetzt zu unserem Ziel. Wir wollen ein Piratenschiff finden. Da hinten sehe ich, glaube ich, auch schon sowas wie ein Wrack. Wieder. Vielleicht sind die Piraten dort irgendwie auf Grund gelaufen. Und haben das arme Mädchen, die arme Frau mit sich gerissen. Okay. Die behindern die Durchfahrt. Unangenehme Art und Weise. Können wir die irgendwie umfahren? Versuchen wir es. Schnell durch hier. Okay, das hat schon mal geklappt. Das sieht aus wie ein Wrack. Es ist früh am Morgen, 8.23 Uhr. Was für ein Scheißwetter. So, okay, da sind keine Piraten, aber Viecher. Können wir auf der anderen Seite landen? Das wäre hilfreich. Schwierig, ne? Aber ich glaube, es geht. Ob jemand überlebt hat? Das ist die Frage. So, gehen wir hier rauf. Schutz. Na, Geralt. So, jetzt. Hier am besten nochmal hoch. Ja, kannst du da hochspringen? Ah, oh, kommt. So, ich würde gerne hier rüberspringen, aber dass er das im Kampf auch nicht kann, ist auch eine super unangenehme Angelegenheit. Aha. Oh Gott, was für ein unangenehmes Kampffeld. Und da kommen wir nicht hin. Ah! So, ich würde sagen, wir öffnen das Ding einfach mal und lesen ein bisschen die Notiz eines Piraten. Haben diesmal einen richtig guten Fang gemacht. 7 Frauen und 10 Männer. Alle gesund und stark. Erstklassige Ware. Der Kapitän weiß noch nicht, wo wir sie verkaufen werden. Aber für eine solche Ware bekommen wir sicherlich überall einen guten Preis. Vielleicht segeln wir nach... Unleserlich. Da ist diese eine. Sie ist sehr schön, aber sie geht einem auch ziemlich auf den Geist. Wenn das nicht wäre, würde ich sie selbst behalten.
Doch wenn sie sich gerade nicht die Augen ausheult, stößt sie wüste Drohungen gegen uns aus. Sie verlangt, dass wir sie gehen lassen oder bei einem Freya-Tempel absetzen. Und wenn wir das nicht täten, würde uns ihr Bruder hinterher segeln und uns einen nach dem anderen abschlachten. Nun, das wäre der Tag, an dem... unleserlich. Die ersten 3 Tage auf See waren ruhig, aber jetzt braut sich ein Sturm zusammen. Das verdammte Wetter von Skellige. Warum kann es nicht halten, bis wir diese Gewässer verlassen haben? Okay. Die Priesterinnen der Freya hätten sich um Überlebende gekümmert. Die sind hier die einzigen mit medizinischem Wissen. Ah, interessant. Vielleicht ist sie hier. Das könnte natürlich sein. Bestimmt haben wir sie sogar schon kennengelernt. Und das Wetter klart auf. Doppelt gute Nachrichten. Ui. Jetzt noch jemand. Ich hänge mir deinen Kopf an den Sattel. So sieht's aus. Und ein Viech ist da immer noch. Na komm her. Okay. Geralt der Echidna, schlechter. So, dann, ja, dann werden wir im Tempel suchen. Welchen Ort meinen die ganz genau? Ah, schaut mal, da, wo wir schon gewesen sind. Alles klar, eine von den Damen wird es sein. Prima, dann werden wir vermutlich aber erstmal hierhin segeln, um uns dieses Schema zu organisieren und dann dorthin uns begeben. Und dann noch diesen Ort besuchen und dann geht's auf die letzte südlichste Insel hier, südöstlichste Harviken. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwald.